Also Jungs, herzlich willkommen. Wie nennt man die TV-Reihe? CC war CC-Story. Wie soll man das nennen? Keine Ahnung. Civic-Projekt, EG-Story, Civic-Story. Was Civic-Story ist. Okay, willkommen zum ersten Video von der Civic-Story. Junge, keine zwei Wochen habe ich dieses Auto und neue Felgen. Riesen Dank an Erik. Der gute Mann hat die gesponsert. Das sind RH Classic. Also baugleich zur RH-Klassik, die heißen glaube ich MIM28 irgendwas oder so, irgendwie sowas. Sind VW-Felgen, passen aber durch den Lochkreis und so weiter, passen die von, auch von Maßen her und so weiter perfekt für den Civic. Wir machen jetzt gerade, oder ich mache jetzt gerade spontan am Waschpark eine Testfitting halt, einfach um zu gucken, ob die Zentrierung passt oder ob man Zentrierringe braucht dafür. Weil ich habe keine Ahnung, ich glaube die von VW ist größer, die Zentrierung. Nachdem es jetzt für Golf 2 oder Golf 3 die Felgen waren, das ist halt wahrscheinlich etwas unterschiedlich, deswegen egal, einfach Wagenheber dabei, einfach machen, einfach gucken, einfach machen. Ich muss dazu anmerken, das einzige Gute bei Renault war der Wagenheber, der mit Kühlfresse. Weil das ist scheiße, das ist komplett vom Arsch. Das bleibt bei 100 auch. Das sind 155er 13 Zoll Reifen Alvetta oder Räder, aber Alvetta Reifen von Toyo. Die sind auch nicht schlecht an sich, vor allem für die Größe. Ich bin eigentlich überrascht, wie gut die in den Kurven sind, aber Schrott. Wenn du es so siehst. Die sind zwar nagelneu auch für den TÜV und so weiter draufgekommen, aber wenn du es so überlegst und du schnell Kurven fahren willst, dann kannst du das mit solchen Reifen nicht machen, Alter. Aber das, was jetzt hier drauf sind, sind ich glaube vorne und hinten 195er, 50, R15. Müsste, glaube ich. Muss ich gerne mal gucken, aber müsste. Das ist halt vom Grip her alleine erstens durch die Breite einfach, zweitens durch die Größe auch. Das ist aus dem Alufelgen, das Gewicht wird eingespart. Auch wenn ich glaube, ich nicht glaube, dass die 13 Zoll so viel schwerer sind als die 15 Zoll. Auch durch die Schmale von den Reifen. Von hinten sieht es aus wie Pizzaschneider, wenn du die Straße fährst, ohne Scheiß. Und dann noch mit einem Pizza-Flash-Kennzeichen. Ja, ist so. Das ist alles so schmal und alles so klein bei dem Auto. So gesehen. So, Radkappen werden mit verschraubt. Boah, lecker. Digga, aber das Rad wiegt gar nichts, man, ohne Scheiß. Da wiegt es. Digga, vergleich mal, mach mal den Bild. Stell es mal neben dran. Es geht, es ist eigentlich. Das ist sogar ein Ticken leichter noch, komischerweise. Ja, wobei, viel nimmt sich nicht. Aber guck mal, auch in der Breite, Alter. Das ist ein Unterschied noch. Das ist krank. Ja. Fahrwerk muss halt neu. Aber der Civic, der hat auch ein krasses Fahrwerk, weil das habe ich noch nicht gesehen eigentlich. Hinten, Punkt 1, ist ein Stoßdämpfer, also komplette Dämpfersystem verbaut. Ich meine Feder, Bein, so rum. Das heißt, Dämpfer und Feder ist in einem Teil wie vorne. Dann hier Stabilisatorenprinzip, hier geht es. Das ist quasi die komplette die Radnabe im Prinzip. Und das ist ein Teil mit dem hier, was dann hier rüber geht. Und irgendwo hier sind auch hintere Querlenker. Ich glaube, das ist genau hier sogar. Oder, warte mal. Ah, ne, hier. Genau. Komischerweise hinten Querlenker. Ganz komisch. Und vorne ist es im Prinzip genauso. Aber du hast hier so eine. Das Ding hier ist quasi so nach oben gelegt. Und du hast hier vorne. Also hier oben hast du den Querlenker dann. Ganz komisch. Aber easy. Das kann man hier nochmal vergleichen. Wegen der Zentrierung im Prinzip. Also augenscheinlich sieht es gleich aus. Hast du Maßband dabei oder so? Ja, vielleicht habe ich eins dabei, wenn wir Glück haben. Ja, du siehst halt, ein bisschen Spiel ist halt schon vorhanden. Aber ganz minimal, ich glaube das ist. Ja, ich muss nochmal drauf, mal gucken einfach mal. Also jetzt augenscheinlich war etwas Spiel zu sehen. Da ist etwas Spiel zu sehen. Aber das ist so minimal, dass ich gar nicht glaube, dass da irgendwie. Jetzt ein Zentrierring überhaupt durch, also dazwischen passt. Passt, oder? Digga, was ich das brauche. Digga, das verwendet. Digga, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Und vor allem der wirkt ja dadurch jetzt auch wieder tiefer mit den Felgen. Digga, du brauchst nicht mal Zentrierringe. Ohne Scheiß. Guck mal, lass mal einen Wagenheber ab. Boah, das wird lustig jetzt. Okay, warte. Digga, ohne Scheiß. Warte, ich mache mal dann schreib fest. Du siehst halt hier, wenn du mit der Kamera dran gehst. So ganz minimal siehst du hier noch so einen Spalt dazwischen, hier. Aber ich glaube ohne Scheiß nicht, dass da irgendwie ein Zentrierring noch dazwischen passt.
Weil an sich, jetzt, ich weiß jetzt, ich habe mich halt jetzt nicht dahingehend so wirklich gut informiert, deswegen kann es sein, dass ich jetzt irgendwie komplette Scheiße daher rede oder irgendwas falsch sage. Aber an sich, wenn du doch, Punkt 1 hast du sind ja keine Radschrauben, das sind ja Radmuttern, weil ich ja Stehbolzen habe. Das heißt, das Rad wird ja quasi auf die Stehbolzen draufgeschoben und somit dann kreuzweise fixiert. Das heißt, die Radmuttern werden im Prinzip dann über Kreuz mit einem gewissen Drehmoment angezogen, sodass dieses Drehmoment auf diese Stehbolzen oder Radmutter in dem Fall halt wirkt. Das heißt, das Draht wird so dran gepresst. Das heißt, es kann ja gar keinen Unterschied machen, ob das in der Mitte jetzt irgendwie ein Spiel hat oder nicht, so gesehen. Weil erstens hat es ja kein Spiel, weil es ja dran gepresst ist. Und zweitens ist das Spiel so minimal, dass, keine Ahnung, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es irgendwie einen gewissen Druck auf die Stehbolzen ausübt, aber das tut es ja so oder so. Weil Punkt 1, Drehmoment wird angezogen, Punkt 2, liegt das Rad ja auf. Und durch die Kräfte im Prinzip ist ja so, keine Ahnung, muss mal gucken einfach. Ja, eins, was man sagen kann, ist, dass der Kotflügel ziemlich knapp am Reifen vorbeigeht. Das wird echt knapp. Vor allem, wenn das Fahrwerk drin ist. Ja. Ja, jetzt habe ich schon zu viel verbracht. Ne? Ich weiß nichts von dem Fahrwerk. Als ob ich behindert bin, Alter. Da kann man das nicht irgendwie so drehen. Danke, Japan. Danke. Hä? Ja, so? Das ist jetzt auf diesem Kreuzprinzip gemacht. Alter, dann ist das ja gar nicht so scheiße eigentlich. Nee, eigentlich nicht, aber ich bin einfach nur dumm. Digga, da muss sowas vom Fahrwerk rein. Jetzt ist das Fahrwerk drin. Jetzt ist das Fahrwerk drin. Tim, setz dich auch mal drauf. Aber nicht, dass die Klappe abfällt. Nicht auf die Klappe, sondern hinten drauf. Ja, das wäre schon halbwegs akzeptabel. Ich frage mich halt, wie tief das Fahrwerk runtergeht. Weit. Also so gesehen, wenn es jetzt wirklich runtergeht. Haben die Maschinen überhaupt abgezogen? Ah, das sind die gleichen, wie ich habe. Ja. Sind das die, die ich dir geschickt habe? Nee, das sind die, wo Mary geschickt hat. Nein. Geil, Junge. Das ist ein kranker Unterschied, ohne Scheiß. Also. Die Pippi ist voll drauf. So sieht das Ganze aus. Vergleich. Falls ein Zoll Stalis mit Radkappen gegen 15 Zoll RH Classic mit 195er Bereifung und das ist dezent breit. Na, im Gegensatz zu den Asphaltrennschleifern nur vorne. Na jo, Digga, mit den Pizzaschneidern. Was war das, 120er? 155er, Junge. Na, du Scheiße. Das ist fast zu schmal wie Rollerreifen. Ohne Scheiß. Das ist Rollerreifen. Nee, Rollerreifen ist 130, 140. Also gerade so. Egal. Auf jeden Fall, wenn er jetzt hier ein bisschen Sturz hat noch durch die Tiefe, geht es noch minimal weiter rein und sollte eigentlich perfekt bündig sein. So. Digga, was das für einen krassen Unterschied macht. Vor allem, hier kann man richtig schön mit Reifenschrift arbeiten und kann dann das Auto durch die Felgen so schön Kanjo-Optik machen. Also wird richtig, richtig geil. Jungs, das Raumwunder eines Honda EG Hatch. Einfach Rücksitzbank umklappen und du hast da drin Platz für die ganze Familie, Alter. Aber die Frische dann hinten drauf, ne? Ja, also, herzlich willkommen in Rheinland-Pfalz, wo die Hebebühnen blau sind und jetzt hier zwei verschiedene Silbertöne haben. Gestern Probe gesteckt, hat gepasst. Heute mal drauf machen und auch mal so als direkten Vergleich. Weil eigentlich wollte ich warten, bis ich ein Fahrwerk oder das Fahrwerk habe, je nachdem, ob ich mir das Fahrwerk hole, was mir angeboten wurde. Aber jetzt machen wir es im Originalfahrwerk. Das heißt, man hat im Prinzip so einen direkten Vergleich von Stock mit 155er Reifen, Originalfahrwerk, dann guten Reifen mit also etwas breitere Reifen, etwas größere Reifen mit Originalfahrwerk, dann Fahrwerk, dann Domstrebe, dann dies und das und jenes. Deswegen. Mal so einen direkten Vergleich halt zum vorhin. Leergewicht hat der jetzt unter eine Tonne, also im Schein steht 980. Komischerweise, ich habe jetzt vorhin im Civic Forum mal rumgehört und so weiter, weil die gefragt haben, was die Gewichte so haben von den verschiedenen Modellen. Das ist ein EG3 College, der hat an Ausstattung nichts außer Servo und
teilweise haben EG4-Modelle, also quasi mit anderem Motor, mit Elektropaket, also elektrisch Fenster, über Spiegel, alles momentan, wiegt weniger laut Fahrzeugschein als der hier, was eigentlich nicht sein kann. Das heißt, anscheinend wiegt der trotzdem weniger, aber auf jeden Fall Leichtgewicht des Todes. Was kommt denn für eine Marke drauf? Das ist ein MIM 2900. Also die sind irgendwie baugleich mit RH Classic, aber haben irgendwie andere Maße, deswegen ganz komische Bezeichnung. Ist auch ultra schwer, irgendwie ein Gutachten für die Dinger zu finden, weil das ja eigentlich, das habe ich ja gestern, ja, vorherigen Szene schon, ja, stimmt. Ja. Ja, das sind halt Golf 3 Felgen, das heißt, die haben etwas andere Maße, etwas andere Zentrierung und so weiter. Das ist voll schwer, ein Gutachten zu finden, irgendwie dafür. Aber im Grunde genommen sind es einfach RH-Klassik. Die 90er Jahre Standardfelgen, das haben ganz, ganz viele. Ich hoffe für dich, dass die Ratten drin passend sind. Ne? Ey, die passen. Ja? Gestern gepasst, ja. Das Einzige, was nicht passt, ist die Zentrierung, die hat minimal Spiel. Ich glaube, das sind irgendwie. Der hat jetzt 6 Zentrierklinge. Ja. Aber eigentlich auch nicht wirklich. Also. Das wird ja an sich, das habe ich mich halt gestern schon gefragt. An sich wird doch, wenn du die Ratten dann festmachst, ist ja das hier im Moment, wirkt ja auf, das, auf die Ratten, aber quasi, wo das Rad dann gepresst wird. Das ist eigentlich scheißegal, ob da in der Mitte jetzt zentriert wird oder nicht. Ich gehe davon aus, aber dass du es bei schnellerer Fahrt merken wirst, weil du hast dann Vibration im Rad. Dann. Also für den TÜV brauchst du entweder breitere Kotflügel oder gezogen. Ich hab sogar dabei. Rechte Seite. Linke Seite. Alter, das ist halt echt. Das sieht ja so von richtig, richtig komisch aus, das ist so dumm einfach von hinten. Wenn da so wirklich so zwei. Genau so schmale Räder, um die durch die Gegend eiern siehst. Und dann einfach so ein Unterschied. Mit welchem Fahrwerk, das, also so wirst du wahrscheinlich sogar über den Tisch drüber kommen. Ey, vorne wird sogar echt gehen. Ja, warte mal. Ich sag ja. Der liegt auch nicht an, oder? Lang mal unter rein. Doch, der liegt an. Ja gut, jetzt, aber vorne lädst du nicht zu. Wenn die beim Verwindungstest, wenn den TÜV-Prüfer Gewicht reinlegen, dann natürlich hin. Ja, ja, klar. Nee, ich guck nicht. Aber das passt. Ja. Vorne passt das. Also ohne Fahrwerk kommst du auf jeden Fall drüber. Ja. Aber es muss ja ein Fahrwerk rein. Durch das Einfederverhalten. Oh, ich bin zu leicht. Aber durch das Einfederverhalten ist das auch mit, dem, mit der Lauffläche in Ordnung, würde ich behaupten, oder? Ja, das stimmt eigentlich, ja. Guck, das Rad verschwindet im Radhaus. Deswegen sage ich ja, der, wenn er einfedert, das ist ja ein gewisser Sturz, was da erzeugt wird. Deswegen geht es ja ein Stück noch rein. Das ist logisch, ja. Und somit passt es eigentlich wirklich. Hinten sowieso, keine Frage. Ja. Das ist legit. Also die Tiefe vorne, die jetzt dann quasi hochgerammt ist, sieht eigentlich sogar halbwegs okay raus. Ich glaube, ungefähr so dürfte der mit dem 60-60-Fahrwerk kommen. Hinten reicht auch locker. Hat der hinten scharfe Kante im Rathaus? Ja. Oder ist es umgelegt? Nee. Ah, aber es langt trotzdem. Ja. Selbst reicht. Das passt auf jeden Fall. Sagen. Also so wie es ist, würdest du durch den TÜV gehen. Ja. Nur haben sich aber vier Leute, also drei Leute, die mal geguckt. Dann setzt du noch mit dazu. Ist egal. Oh, jetzt wird's knapp. Ja, ne? Ich glaube, ich bin gedacht. Ja, die Kante werden wir. Ja, die muss man umlegen halt. Roman, ha? Was steht im Schein wegen Zuladung? Die Kante werden wir sowieso so umlegen müssen, gerade gucken, wenn du tiefer gehst. Ja. Die Trafregelung ist verschwindet. Jetzt kann man auch gerade mal nach dem Gewicht gucken. Was ich vorhin meinte. Ah, 955. So, Jungs, zum Abschluss
Die Reifen wurden jetzt, oder die Räder wurden jetzt ausgiebig getestet mit dem Originalfahrwerk. Du spürst es halt wirklich ohne Scheiß direkt. Du hast viel, viel krasseres Feedback im Lenkrad im Prinzip. Du spürst die Straße mehr und du kannst auf jeden Fall viel, viel stärker in die Kurven reingehen, weil die Reifen halt wirklich Grip haben einfach. Aber du merkst, die vorderen, die verlieren halt schon wirklich leicht. Also wir sind jetzt hier quasi ein paar Kurven auf dem Berg gefahren und da hat man halt wirklich mal so ein bisschen am Limit testen können. Punkt 1, das Fahrwerk, das taucht wirklich bis nach Bagdad ab. Anscheinend bin ich vorhin fast abgehoben irgendwie. Also Reifen haben auch zwischendurch den Grip verloren. Ist halt wirklich, Reifen sind deutlich besser, Reifen sind gut, aber Fahrwerk ist halt wirklich komplett für den Arsch. Deswegen ist die nächste Investition vermutlich entweder Bremsen oder Fahrwerk, aber wahrscheinlich eher Fahrwerk, weil Bremsen kann ich auch noch irgendwie anders kompensieren. Und so oft fahre ich auch keine Bergpässe. Von daher würde ich sagen, war es das für die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Nochmal riesen, riesen Dank an Erik. Riesen Dank auch an die zwei, denen zusammen wir heute die Dinger drauf gemacht haben und ein bisschen getestet haben. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Gerne ein Abo da lassen. Gerne der Minimal Community auf Facebook beitreten und Instagram, Snapchat, überall. Wisst ihr Bescheid, Videobeschreibung angucken und so weiter und so fort. Also, bis dann. Ciao, ciao.